die beiden nacheinander. Schauen wir uns zuerst mal die Frage der Inkompetenz an. Warum haben wir so viele inkompetente Politiker? Wir beobachten es ja täglich. Also ich muss da keine Namen nennen, um sozusagen, jeder hat so seine Bilder vor Augen. Aber ich kann da vielleicht kurz mit einem Zitat reingehen. Ein Zitat, das ich heute im Internet gefunden habe. Ich weiß nicht, von wem es ist. Quelle habe ich nicht gefunden, aber das lautet: Wir leben in einer offenen Psychiatrie. Die schweren Fälle sitzen auf der Regierungsbank. Der Nachwuchs klebt auf der Straße. Ja. Ist jetzt zynisch, klar, aber... Also könnte von mir sein. Also, soll ich drunter schreiben, Markus Krall? Lass mal lieber bleiben, sonst kommt dann noch jemand und verhaftet mich. Also das Problem ist, wir haben eine adverse Selektion in der Politik. Wie kommt das zustande? Sie müssen, wenn Sie sich vorstellen, um in der Marktwirtschaft, da draußen, außerhalb der Politik, in der rauen Welt, außerhalb von Schloss Bellevue, wo der Bundespräsident sagt, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten leben. Ja, er vielleicht. Ja. Außerhalb dieser Welt müssen die Menschen hart arbeiten, sie müssen hart lernen, hart arbeiten und sie müssen was zustande bringen, um Geld zu verdienen. Der beste Weg, wenn sie komplett scheitern würden da draußen in der Wildnis, in der wir alle uns durchschlagen müssen, ist in die Politik zu gehen. Sie brauchen in der Politik keine Ausbildung zu haben. Sie müssen nichts können, sie müssen auch nichts durchdringen und können trotzdem dort 4 bis 5 Mal so viel verdienen wie der Durchschnittsbürger. Das heißt, die Politik zieht die an, die in der Politik besser verdienen würden als draußen. Und das ist der erste Mechanismus der adversen Selektion. Die Politik zieht diejenigen an, die es draußen zu nichts bringen und die wahrscheinlich draußen noch nicht mal einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen könnten, korrekt? Ja? Und die gehen dann in die Politik. Und das zweite Element ist, wir haben dieses Listensystem der Parteien. Das halte ich persönlich für eine massive Fehlkonstruktion, die grundsätzlich notfalls mit einer Verfassungsänderung reformiert werden muss. Und zwar deswegen, weil das dazu führt, dass der Politiker und der Abgeordnete im Gegensatz zu dem, was im Grundgesetz steht, dass er nämlich nur seinem Gewissen unterworfen sei, nicht seinem Gewissen unterworfen ist, sondern der Parteiführung, weil die kann ihn auf die Liste ganz nach hinten verbannen, dann ist die politische Karriere zu Ende. Mit anderen Worten, er darf kein Rückgrat haben. Das ist halt so, jetzt kombinieren wir das mal. Sie dürfen nicht besonders schlau sein, dann kommen Sie rein. Sie dürfen kein besonderes Rückgrat haben, dann kommen Sie rein. Und jetzt hat sich das über Jahre, Jahrzehnte aufgespart. Also es hat sich akkumuliert. Immer mehr von der Sorte sind in die Politik gedrängt. Irgendwann hatten sie die Mehrheit. Und jetzt ist die Mehrheit der Inkompetenten, die baut jetzt die Wagenburg der Inkompetenz. Denn wenn sie kompetent sind in der Politik, dann werden sie von denen für eine Gefahr gehalten, zu Recht, und werden ausgesperrt. Das heißt also, jetzt kommt ein Mechanismus dazu, nämlich die Wagenburg der Inkompetenz, die dafür sorgt, dass überhaupt nur noch Inkompetente rein dürfen. Und wer es nicht glaubt, gehen Sie einfach mal durch die CVs unserer Bundestagsabgeordneten durch. Die sind ja alle veröffentlicht, wenn sie nicht gebärbockt sind. Also das heißt, wenn ich mich jetzt morgen bei den Grünen bewerbe, sagen die, nee, geht nicht, sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das würden die natürlich nicht sagen, aber denken werden sie es wahrscheinlich schon. Na, ich habe in meinem ersten Leben auch mit Comedy zu tun gehabt. Ja. Von daher ist es so, dass ich, also Humor ist eben immer auch wieder eine Sache, mit der man irgendwie das gut rauskommt. Comedy oder? Und Humor sind unglaublich notwendig in diesen Tagen, ja. Weil sonst wären sie ja verrückt in diesem Land. Ja. Genau. Genau. Und dann ist die Frage, was ist mit den wenigen Kompetenten, die es da noch gibt? Und da ist es auch so, dass die Politik nicht den, wie soll ich sagen, gutmütigen Intelligenten anzieht. Das ist auch nicht der Fall. Die Politik zieht den an, der gerne blendet und der den Leuten nach dem Munde redet, aber der seine eigene Agenda hat. Und das Ergebnis ist, dass wir, dass in der Politik die Korruption so blüht wie nirgendwo sonst. Und auch die Gelegenheit ist ja da. Gelegenheit macht Diebe, sagt man so schön. Und nirgendwo ist die Gelegenheit für Korruption so groß wie in der Politik. Klaus Kinski hat nicht zu Unrecht gesagt, wenn wir die Regierung durch die Mafia ersetzen, dann haben wir halb so viel Korruption und doppelt so viel Spaß. Und ja, ist nicht von mir. Ja? Nee, das. Es ist, muss ich sagen, ist faszinierend, dass der erste Zwischenapplaus kommt bei einem Zitat von Klaus Kinski. Aber also, ehrlich gesagt habe ich das erwartet. Ja. Also und wenn Sie also das sich mal anschauen, die Politik ist korrupt und deswegen ist also mein Credo: Wir müssen den Staat kleiner machen. Die Politik ist das Problem, nicht die Lösung. Ronald Reagan hat es auch gesagt: Die Regierung ist nicht euer Freund, die Regierung ist euer Feind. Weil sie korrupt ist, weil sie sich selbst bereichert. Und das haben wir jetzt gerade auch in dem Corona-Zusammenhang ja wirklich bilderbuchartig erlebt, wie sich Leute bereichert haben auf unser aller Kosten in einem Ausmaß. Das hat ja jede Dimension gesprengt. Und sie sind durch Gesetzeslücken, die sie natürlich als gut ausgebildete Juristen in dem Fall kannten, noch nicht mal belangt worden. Ja, also es gab noch nicht mal, es hatte noch nicht mal Konsequenzen. Sie dürften das ganze Geld behalten. Und
da ist es natürlich so, dass man das nur dadurch bekämpfen kann, dass man die Politik kleiner macht. Das heißt, der Staat muss zurückgedrängt werden. Wir brauchen keine 50% Staatsquote. Wir brauchen, ich provoziere jetzt mal bewusst, 10% Staatsquote. Und dann kann der Staat sich um die Dinge kümmern, die wirklich wichtig sind. Um die kümmert er sich nämlich nicht mehr. Weil jeder Politiker sich seine Hobbys sucht, um Karriere zu machen. Und diese Hobbys, die sind alle so angelegt, dass irgendeine industrielle Interesse da ist, wo er sich bestechen lassen kann, wo Lobbyarbeit sozusagen dann zum Erfolg führt. Und das sehen wir übrigens ganz frappierend im Moment beim Thema Klima. Man sollte sich mal wirklich fragen, wenn man so dieses ganze Thema anschaut. Also wir haben jetzt Zwangssanierung. Hat sich mal jemand die Frage gestellt, warum jetzt aus Brüssel ein Gesetz zur Zwangssanierung kommt, nachdem sie uns schon 15.000 Bauvorschriften in den letzten 20 Jahren geliefert haben? Weil in Brüssel Gesetze nicht so gemacht werden, dass sich irgendjemand hinsetzt und nachdenkt, was gut und richtig ist. Das passiert schon lange nicht mehr. In Brüssel werden Gesetze so gemacht, dass Brüssel ist die Hauptstadt des Lobbyismus und der Korruption in der Welt. Da ist jeder vertreten, der eigentlich Produkte herstellt, die er am Markt nicht unterbringen kann. Also muss er einen Politiker finden, der dafür sorgt, dass es vorgeschrieben wird, die überall einzubauen. Und genauso ist dieses Gesetz auch zustande gekommen. Dieses Zwangssanierungsgesetz, ich würde wirklich mal gerne wissen, wer daran verdient, wenn das alles gemacht wird und was die an Lobbyarbeit in Brüssel und Berlin geleistet haben und welche Unsummen da geflossen sind und welche Posten und Pöstchen da vergeben werden und wer da nach seiner Politikerkarriere in welchen Aufsichts- und Verwaltungsrat einrückt und da fürstlich bezahlt wird. Das würde ich gerne alles mal wissen. Ich würde auch ganz gerne mal wissen, wie die Protagonisten, die uns allen erzählen, dass, wie soll ich sagen, die komplett ineffiziente Wind- und Solarenergie, komplett ineffizient, wie die sozusagen mit Milliarden und Abermilliarden von Steuermitteln gefördert wird, welche Mittel da vorher geflossen sind, wer wo investiert hat und wer profitiert davon. Diese Fragen stellt gar keiner mehr in dieser schönen Republik. Aber das sind die entscheidenden Fragen. Und zwar deswegen die entscheidenden Fragen, weil Politik schon immer so getickt hat. Und wenn man sich allein mal anschaut, allein die Vorstellung, wir könnten mit Windrädchen und Solarenergie eine Industrienation betreiben. Ich möchte Ihnen mal erläutern, warum das komplett naiv ist. Gehen wir ins 18. Jahrhundert zurück. Wenn Sie im 18. Jahrhundert Holz sammeln gegangen sind, damit Sie heizen konnten und dann Ihr Holz gesammelt haben, dann hatten Sie ein Energie-Input-zu-Output-Ratio von 1:3 bis 1:5. Das heißt, Sie mussten eine Einheit Energie investieren, um in den Wald zu gehen und das Holz einzusammeln und haben 3 bis 5 Einheiten Energie zurückbekommen durch das Holz, was Sie da verbrannt haben. Das ist also eine relativ ineffiziente Weise, mit Energie umzugehen oder Energie einzusammeln. Dann kam die erste industrielle Revolution, die Steinkohle kam. Dann stieg dieses Verhältnis auf 1:20. Das war der Grund dafür, warum das 19. Jahrhundert die halbe Menschheit aus der, zumindest dort, wo die industrielle Revolution und der Kapitalismus übrigens stattgefunden haben, die halbe Menschheit aus der absoluten Armut in den Mittelstand gehievt haben. Das konnten wir in China von den 80er Jahren aufwärts beobachten, bis heute. Dann kam die zweite industrielle Revolution mit dem Öl und der Elektrifizierung, und da war das Verhältnis schon 1:50. Dann kam die Atomkraft, da war das Verhältnis 1:100. Und jetzt frage ich Sie, wie hoch ist das Verhältnis bei Windrädern und Solarzellen? 1:3 bis 1:5. Hätten Sie das gewusst, Herr Hopf? Und damit wollen wir eine Industriegesellschaft betreiben, indem wir uns von der Energieeffizienz her ins 18. Jahrhundert zurückbegeben. Und dann auch noch im Gegensatz zu Holz, das Sie einsammeln und jederzeit verbrennen können, das liefert dann, wenn Sie es brauchen, Ihr Windrädchen, was Ihnen Häuptling Klappriger Windrad Habeck anbietet, das wird niemals zuverlässig liefern im Gegensatz zu dem Holzscheit, den Sie eingesammelt haben. Und wenn der Herr Bundeskanzler der Meinung ist, dass das zu einem Wirtschaftswunder führt, da sage ich nicht Wirtschaftswunder, blaues Wunder, Herr Bundeskanzler, blaues Wunder, nicht Wirtschaftswunder. Das ist das, was wir erleben werden, wenn wir diesen Pfad weiter runterstolpern.